Hi. Heftig, was ihr für ein Feedback zur letzten Musikvideo-Analyse rausgehauen habt. Das war ja die Analyse zum Video von Hey Moritz. Über 15.000 Likes. Aber ich muss an dieser Stelle etwas dazu klarstellen. Denn Hey Moritz hat auch ein Video dazu gemacht und gesagt, hey, manche haben sogar darüber geredet. Und Klängern hat auch ein Video über mich gemacht, wo er, jetzt kommt's Leute, jeden einzelnen durch die Haare gehe von mir zusammengeschnitten hat. Und das sah dann ungefähr so aus. Das ist so nicht richtig. Das war nämlich nicht das ganze Video, sondern nur die ersten 5 Minuten davon. Ja, danach hatte ich einfach keinen Bock mehr, das weiterzumachen. Ich glaube, würde ich das komplette Video nehmen und nur diese Szenen rausschneiden, würde dieses Video auch länger als 10 Minuten werden. Vielleicht sollte ich das doch machen. Und noch was anderes, ziemlich Heftiges habt ihr geschafft in der Zeit. Denn letzte Woche ist ja der neue Merchandise rausgekommen, wo ja auch bei jeder Bestellung eine Autogrammkarte dabei war. Handsigniert von mir. Und ihr habt es geschafft, dass innerhalb der ersten 3 Tage die Hälfte aller Autogrammkarten weg war. Holy shit! Viele haben ihre T-Shirts und Hoodies bereits bekommen. Ich verfolge das ja über Instagram und Twitter. Falls ihr also noch, bevor alle Autogrammkarten weg sind, irgendwas bekommen wollt, Link zum Shop unten in der Videobeschreibung. Und jetzt kommen wir mal endlich zum eigentlichen Thema dieses Videos, warum wir hier eigentlich sitzen. Nämlich zu einer weiteren Musikvideo-Analyse. Musikvideo-Analyse! Und zwar geht es heute um den neuesten Song von Dead Adam mit dem Namen Thruja. Thruja. In Klammern Video unterstrich Edit. Ja, bei denen heißen die Songs immer so wie random Dateien, die man mal eben schnell auf dem Desktop gespeichert hat. Und danach nie wieder findet. Song. Song 1. Song fertig. Song fertig überarbeitet. Song endlich jetzt aber wirklich fertig. Song endlich jetzt aber wirklich fertig. 2. Man kennt's. Die Benennung von Projekten gehört auf jeden Fall nicht zu meiner großen Stärke. Das Musikvideo dazu geht volle 1 Minute 38. Guckt man mal auf Spotify, sieht man, okay, das ist zum Glück nicht der ganze Song davon. Ich dachte, uns erwartet wieder sowas wie bei Herr Moritz. Aber dann widmen wir uns mal dem Musikvideo-Ausschnitt des Songs. Zu Beginn und dann fortlaufend im Hintergrund schlägt einem bereits ein rosa Bild entgegen. Das sieht ungefähr so aus wie meine T-Shirts aus dem T-Shirt selber Färbkursen. Ja, ihr müsst nur das T-Shirt eindrehen und dann festmachen und dann pinke Farbe drauf und dann ins Wasser und dann habt ihr ein T-Shirt gefärbt. Und währenddessen cruisen Marley und Tuttle durch die Gegend. Das sind 2 von 3 Mitgliedern. Vielleicht filmt der dritte. Und so muss Marley also alleine durch die Nacht fahren, während Tuttle schläft. Geil, ein schlafender Beifahrer. Wenn man in Marleys Gesicht guckt, sieht man, hey, heute hängt's mal wieder bei mir, alle nach der Party nach Hause zu fahren. Yay. Und man verlässt sich auf seine Kollegen, dass die wach bleiben, damit man nicht ganz alleine nachts um 3 Uhr nachts durch die Dunkelheit cruisen muss. Und was macht er? Ja, da ist man doch gerne Fahrer. Doch dann kommt etwas Action in die ganze Sache. Marley, du bist gerade der Führer des Kraftfahrzeuges. Könntest du bitte vielleicht wieder auf die Straße gucken? Wir haben alle vor unserem Führerschein diese kackigen Fragebögen ausgefüllt. Wir haben das stundenlang gelernt. Augen auf die Fahrbahn. Wo müssen Sie während des Führens des Kraftfahrzeuges Ihre Augen hinrichten? Auf Ihren nice flowenden Beifahrer, auf den Kameramann, um möglichst cool auszusehen, oder auf die Straße, um deine alte Omi umzufahren? Keine alte Obi umzufahren. Bitte nicht die eigene. Vielleicht sollte ich die Skripte nochmal Korrektur lesen. Ja, hoffen wir auf jeden Fall, dass nichts passiert beim unvorsichtigen Fahren. Zum Glück kommen sie heile an am Ende. Und Charlie macht sich eben mal so schnell auf den Weg nach Hause. Klar, wieso auch bedanken bei Marley, der extra um 3 Uhr nachts durch die Dunkelheit gefahren ist, während der Beifahrer geschlafen hat. Ja, ja, da sind wir ja, hat auch ziemlich lange gedauert, ne? Ja, tschüss. Gern geschehen. Alle machen dick Party, man hält sich extra ein bisschen zurück, weil man der Fahrer ist. Und dann nicht mal ein Danke. Sehr undankbar, sehr undankbar. Offensichtlich ist aber auch etwas Farbe vom T-Shirt-Malkurs auf die Kamera gefallen und durchzieht nun den oberen Teil des Bildes, immer noch. Ja, kann ja mal passieren. Und die sind halt so ein bisschen alternativer. Da nimmt man das nicht ganz so genau. Da wird auch mal mit Farben hantiert, wenn einige Textilien gefärbt werden. Ja, hi, Marley. Ich hab meine Jacke noch vergessen. Woraufhin Marley erstmal eine Knarre zückt und wild damit rumballert. Pchau, pchau, pam, pam. Ja, puh. Tschuk, tschuk, puh, puh. Aber keine richtige Pistole, die vielleicht gefährlich aussehen würde. Was die eigentliche Aufgabe von Pistolen ist? Nein, eine
grüne Spaßpistole. Die sieht ungefähr so aus wie dieser grüne Pistolen-Emoji, welcher ja auch eigentlich mal eine echte Pistole war, aber auch mit einer grünen Spaßpistole getauscht wurde, weil echte Waffe und so. Marley möchte sich wahrscheinlich nur an die geltenden Jugendschutzbestimmungen halten. Vernünftig auf jeden Fall, sehr vorbildlich von ihm. Trotzdem vielleicht besser mal die Augen auf die Straße richten. Ansonsten seine Kollegen sicher nach Hause gefahren nach der Party. Keine echten Schusswaffen dabei. Endlich mal Künstler, die als Vorbild dienen können. Ne, Apo Red? Ja, dann wird noch heftig nice rumgeflowt. Tuttle zeigt uns seine Klamotten, die eine geheime Botschaft beinhalten. Denn wenn man genau hinguckt, sieht man einige Aufnäher und Aufdrucke auf seinen Textilien. So möchte er uns wohl klar machen, dass er klinisch schon längst tot ist und sein Gehirn nicht mehr funktioniert. Ja, er nur noch wie ein Zombie ohne Hirnaktivität durch das Leben wandert. Und dass er die Powerpuff Girls mag. Ja. Statements müssen gesetzt werden. Und an dieser Stelle ist mir etwas aufgefallen an dem Musikvideo. Denn das ganze Video ist ein One-Taker. Es gibt nicht einen einzigen Schnitt in dem Video. One-Taker durch die Gegend fahren und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr betreiben. Und das kennen wir ja auch von irgendwoher. Ich weiß, du willst Sex, Babe. Was lernen wir jetzt also aus diesem Musikvideo? Zum einen, beim Autofahren immer auf die Straße gucken. Und zum anderen, Katja hat wohl mehr Künstler inspiriert, als uns eigentlich klar ist. Das war's von dieser Analyse. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da und teilt das Video mit euren Freunden. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Checkt den Link zum Merch-Shop in der Videobeschreibung aus. Das war's von mir. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Ciao.